It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Man sieht mich nicht, man hört mich nur. Wir haben es jetzt ganz kurz nach 6. Ich bin um kurz nach 5 aufgestanden und habe, weil es konnte hier einfach auch nicht so richtig mehr pennen. Also ich bin pennen gegangen um kurz vor 10. Das erste Mal wieder wach war ich um 0:15, dann um 3:15 und um 4:45. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt stehe ich auf. Hat keinen Sinn. Ich bin auch der Zweite, der jetzt geht. Alle anderen schlafen noch. Der Erste war dann auch ziemlich laut. Und ich habe mir gedacht, wenn der so laut ist, ich kann es bestimmt leiser. Ich sage, stehe ich jetzt auf und versuche es leiser zu machen? Oder bleibe ich liegen und warte, bis alle anderen auch aufstehen? Natürlich habe ich das Erste genommen und gemerkt, der war gar nicht laut. Der hat sich echt Mühe gegeben. Ich war laut. Ich habe mir dann jetzt noch so einen Kaffee gezogen hier aus dem Automaten und laufe jetzt die 900 Meter zurück zum Camino, um natürlich dann meinen Weg fortzusetzen. Heute auf dem Plan stehen wahrscheinlich so 29 Kilometer bis Bodenaya. Salas dürfte mir zu kurz sein, jetzt wo ich schon mal hier gelandet bin, in Juan de Villa Panada oder so. Ja, jetzt wäre mein Wecker gegangen, es ist 6:15. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ich hab genug geschlafen, aber eben nicht gut. Ich brauche noch ein bisschen länger, meine Sachen morgens zu packen. Ich habe mir jetzt hinten links die Ferse abgetaped. Die waren schon ein bisschen mitgenommen. Ja, es war im Allgemeinen, glaube ich, ein ganz guter erster Abend. Die Sonne geht hier um 8:15 auf. Ich sehe jetzt hier nur die ganzen Lichter da hinten. Ja, die sieht man tatsächlich auch von der Stadt Grado und dem Weg hier hoch, die ganzen Laternen. Das ist schon schön, es ist auch warm. Es ist wirklich warm für diese Uhrzeit. Also ich könnte hier wahrscheinlich problemlos, ohne zu frieren, auch schon ein T-Shirt laufen. Es war mir allerdings zu unsicher, da ich jetzt den Himmel nicht sehen kann, nicht so ganz genau sehen kann und weiß, ob da jetzt viele oder wenige Wolken sind. Aber ich schätze mal weniger. Deswegen kann ich es auch nicht entdecken. Heute soll es dann doch ein bisschen hügelig werden, gerade zum Ende hin. Soll nochmal ein richtiger Anstieg kommen. Da habe ich ein bisschen Schiss, weil ich ja weiß, das ist ungefähr dieselbe Strecke wie gestern.
Und das wird am Ende noch steiler. Ich habe ein bisschen Muskelkater, muss ich zugeben. Ein bisschen Sonnenbrand sogar. Hauptsächlich merke ich es im linken Knie. Im linken Knie, das linke Knie sagt, fick dich, du läufst heute nirgendwo hin. Aber gucken, wie das ist, wenn ich mich erstmal warm gelaufen habe. Also würde ich sagen, auf geht's. Kommt man ja schon ein bisschen Angst, ne? Muss man sagen. Morgens so früh dunkel im Dunkeln loszulaufen. Und hier überfallen dann die Hunde. Und jetzt laufe ich hier in was ganz Dunkles rein. Da ist mir irgendwie nicht so richtig wohl bei. Aber hier vorne ist ein Friedhof. Ah, ja. Es ist sehr, sehr gruselig. Ich mache jetzt mal die Taschenlampe an. Also bis gleich. Also, ich krieg den Weg nicht scharf. Nee, doch. Nee, nicht wirklich. Also den Fehler werde ich nie wieder machen. Hier oben in den Bergen so früh loszulaufen, dass ich absolut nichts sehen kann. Also ich hatte so ein Erlebnis jetzt auch noch nicht. Es hat echt Überwindung gekostet, überhaupt an diesen Hunden vorbeizugehen, die mich angebellt haben mitten. Früh am Morgen hier mitten im Dunkeln. Ja, nicht zu wissen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Aber natürlich ist die Alberge nur in eine Richtung beschildert. Hätte ich gestern gewusst, dass ich mir den Weg merken muss, habe ich einmal kurz verlaufen. Hätte das gemacht. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg. Also hier muss ich lang. Aber wie man sieht, sieht man nichts. Hier ist auch weit und breit. Sind hier keine Lichter. Es ist alles dunkel. Also es kostet schon reichlich Überwindung, hier so früh lang zu laufen. Es geht steil bergauf. Um die Jakobsweg-Beschilderung zu lesen, musste ich gerade auch die Taschenlampe anmachen. Das mache ich jetzt an jeder Gabelung, bis es irgendwie hell ist. Man findet sich hier null zurecht sonst. Das ist schon ein Stück weit gruselig. Also so viel zum Thema Nachtwanderung. Die fällt hier mit flach. Sowas werde ich hier nicht machen. Naja, ich sag mal so, bald geht die Sonne auf. Es ist nur noch eine Stunde. Die müsste eigentlich wieder im Rücken aufgehen. Hinter mir. Naja, und da man jetzt eh nicht viel sieht, hier ein paar Lichter da hinten, mache ich erstmal aus. So langsam aber sicher wird es jetzt ein bisschen heller. Also der Weg ist schon reichlich anstrengend. Der erst ganz viel bergauf gelaufen. Jetzt laufe ich bergab. Gerade über eine Autobahnbrücke drüber und es geht weiter bergab. Alter Schwede. Also es ist schon heftig. Meine heutige Etappe habe ich glaube ich schon gesagt. An die 29 Kilometer, also ungefähr dasselbe wie gestern. Boah, das ist, wenn ich überlege, welche Aussicht ich hätte, wenn es jetzt hell wäre, das wäre ein Vorteil. Und welchen Nachteil es hätte, und zwar wäre es auch warm. Man, ich schwitze jetzt schon. Wir haben es früh am Morgen, jetzt viele nach 7. Das ist schon heftig. Also es ist wirklich heftig. Nicht, dass es so warm ist, sondern wie anstrengend das ist. Und gucken mal, wo ich meine erste Pause mache. Ich weiß auch nicht, wie weit ich schon bin. Also ich könnte schon 4-5 Kilometer gemacht haben. Das heißt, es ist nicht mehr so weit. Dann erstmal bis später. We'll be right back.
Also hier in diesem Wäldchen, das ist wahnsinnig herrlich hier zu laufen. Guckt euch das an, hier ist ein ganz kleiner Bach, so eine Art Fluss. Ich weiß nicht, wo er jetzt drauf ist, ich glaube da. Mit so einem ganz kleinen Wasserfall auch. Hört euch diese Kulisse an, die Vögel und das Wasser. Es ist zwar nicht gerade einfach hier zu gehen, weil der Boden ein bisschen matschig ist. Wow! Huh! Aber es macht wahnsinnig Spaß. Es riecht so frisch und so geil und so nach Natur. Und es ist offensichtlich zu viel frische Luft für mich. Ja, jetzt muss ich erstmal hier. Aber es ist doch wunderschön, oder? Also das muss man jetzt einfach mal sagen. Habe ich auch noch mal eben schnell ein Foto gemacht. Deswegen der gehünzelte Gesichtsausdruck gerade. Aber das ist mega gut hier. Also besser kann es fast nicht sein. Ich bin in Doriga, wenn ich gleich in Doriga angekommen bin, bin ich 4,2 Kilometer erst gelaufen. Kommt wahrscheinlich auch durch den Berg, der da jetzt dazwischen war. Der hat mich ja auch ein bisschen gebremst. Der war anstrengend. Und gefühlt bin ich jetzt schon länger gelaufen. Auch von der Zeit her. Also ich bin nicht so schnell unterwegs, aber immer noch schneller als die anderen beiden. Die habe ich beide überholt. Also zwei andere Pilger. Boah, ist das scheiße hier. Ich hoffe, das wäscht sich wieder runter von den Klamotten. Das ist ja. Also ehrlich. Ja, das sind diese Matschwege. Das ist hier, das ist richtig abartig. Hier kann man nicht so gut laufen. Hier bleibt man noch ständig stecken. Die Schuhe sehen aus wie Scheiße. Ich hoffe, dass die sich wieder sauber treten. Aber es ist schön. Und dass es hier tatsächlich Leute gibt, die irgendwas bauen und hier wohnen könnten. Heftig. Waldmenschen. Keine Ahnung. So, jetzt bin ich hier raus. Ganz neuer Anblick. Auf einmal ist hier irgendwas. Mal endlich keine bellenden Hunde. Hier scheinen tatsächlich Leute zu wohnen. Alter Schwede, ja. Naja, auf jeden Fall wunderschön. Dieser Wald, das hat mir echt gut gefallen. Schauen wir mal weiter, wo es jetzt lang geht. Meine Nase fühlt sich irgendwie komisch an. Egal. Bis später. So, ich bin jetzt in Cornejana angekommen. Warum kann ich nur noch 58 Minuten aufnehmen auf diesem Handy? Was habe ich denn da alles drauf? Egal. Ich bin jetzt in Cornejana angekommen. Habe jetzt eben mit den beiden Portugiesen gefrühstückt und es gab hier so ein Bocadillo mit so einem Schnitzel drauf, das war voll lecker, das Fleisch auch, ein Donut, eine Cola, die beiden haben Espresso getrunken und ja, ich bin jetzt vorhin noch weitergegangen und ja, wir haben 14 Grad. Die sagten zu mir, es wird ab 12 regnen, ungefähr. Ja, lass mich mal überraschen, wir haben jetzt 20 nach 9. Das Frühstück hat jetzt wahnsinnig gut getan. Und ja, jetzt habe ich noch ungefähr 11 Kilometer bis Salas. Das ist dann da auch, wo da werde ich mich auch wieder mit ein bisschen Vorrat eindecken. Damit ich nicht wieder in Bredouille komme, wenn ich mal nichts habe. Ja, und wenn ich das hier schon machen würde, wäre das eher nicht so optimal.
Dann müsste ich das den ganzen Weg überschleppen. Ich muss jetzt gleich mal gucken, warum ich hier so wenig Speicher habe. Aber ansonsten habe ich ja noch mein Zweithandy. Da sind auch noch mal ganz, ganz viele Gigabyte drauf. Also bis später. Einmal nicht aufgepasst und schon verlaufen. Jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Hier in Conegliana bin ich einfach mal geradeaus weitermarschiert. Ohne zu merken, dass ich hier links rein musste. Da hinten ist Conegliana. Da habe ich einen Pfeil übersehen. Ja, es waren jetzt bestimmt noch mal, war jetzt bestimmt ein schöner Kilometer mehr. Aber jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Hier ist das alte Klostergebäude. Und ein Fluss. Mal wieder. Hier das alte Kloster hinter mir. Seminario San Salvador oder sowas in der Richtung. Hier findet jetzt irgendein Stadtfest statt. Ja, ich bin hier in der Woche, in der Heiligen Woche. Was ich auch nicht wusste. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder richtig. Jetzt zeige ich euch nochmal das Kloster und dann geht's weiter. Vorne ist jetzt Salas. Ich dachte, das wäre da hinten schon gewesen. Meine Füße tun weh, mein Knie links, mein Becken rechts, Hüfte. Ich habe jetzt hier einen anderen Deutschen kennengelernt. Der sich gerade mit seinem Kumpel noch unterhält, der noch schon weiter vorne ist. Und ja, mache gleich erstmal hier eine Pause, bevor ich dann den Anstieg nach Budenaya mache. Weil ich kann nicht mehr. Bis dahin erstmal, es hat vorhin geregnet ohne Ende, deswegen habe ich auch nicht so viel filmen können. Ja, aber jetzt ist wieder Sonnenschein und es sollte jetzt gleich auch die Laune verbessern. Also bis später. Also letztes Jahr den Camino Duro oder den Ausstieg nach Os Hebreo, das war ein Scheißdreck hiergegen. Alter Schwede. Oh. Jetzt bin ich fertig. Jetzt bin ich hier auf seiner Straße und ich hoffe, dass ich gleich durch bin. Man sieht es auch, ich schwitze ohne Ende. Dabei ist es gar nicht so warm. Ich bin fertig. Ich mache gleich keinen Schritt mehr. Meine Füße tun weh. Mein Rücken, weil ich mich so eingeschnürt habe. Das scheuert. Der Rucksack scheuert an meinem Speck. Ja, gut, meine Laune war auch schon mal besser. Aber ich habe mir den Primitivo ausgesucht, gerade deshalb, weil der so schwierig ist. Und mich jetzt zu beschweren, das wäre nicht richtig. Weil ich habe mir übrigens eine Cappy gekauft. Endlich, in Salas. Hat mir nicht gefallen da, deswegen wollte ich auf jeden Fall nach Budenaya weitergehen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt noch ist. Aber mir geht's nicht mehr gut. Mir geht's gar nicht mehr gut. Das waren jetzt auf, weiß ich nicht, 4 Kilometern, glaube ich, 900 Höhenmeter oder andersrum. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich nicht mehr.
Ich möchte jetzt einfach nur noch ankommen. Das war jetzt zu viel für die ersten beiden Tage. Morgen mache ich weniger. Ich habe keine Lust mehr. Und ich hoffe, dass die Sonne bald wieder rauskommt. Weil es macht keinen Spaß so. Ich will mich nicht beschweren. Nein. Ich beschwere mich doch nicht, um Gottes Willen. Ich meine, ich bin selber schuld. Aber wer den Primitivo als allererstes tut, der macht danach nie wieder ein Camino. Also, glaube ich zumindest. Das ist meine Einschätzung. Ich würde mir das nicht nochmal antun. Aber am Ende, wenn ich es dann geschafft habe, kann ich stolz drauf sein. Und ja, dass ich das da jetzt geschafft habe, da bin ich jetzt schon stolz drauf. Und ja, ich weiß, dass die nächsten beiden Tage nochmal ähnlich hart werden vom Gelände her. Ich hoffe, dass ich irgendwann bald mal ins Flachland komme. Sobald ich in Galizien bin, soll angeblich alles flacher werden. Ich kenn's ja. Und dann ist ja irgendwann der Camino Frances. Und die letzte Strecke, die kenne ich ja, die ist ja sowieso flach. Deswegen, oh, jetzt tun meine Füße sau weh. Die taten schon unten weh, dass ich jetzt überhaupt noch hier hochgekraxelt bin. Ganz dann ein Wunder. Und ich hoffe, ich hab's jetzt nicht mehr weit. Ich möchte nicht mehr. Ich sag Bescheid, wenn ich angekommen bin. Should tumble to the sea. I won't cry, no, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. He pays the dinner. He pays the dinner. Say something, Luis. Buon camino. Oh. That's so nice. Ultrea. Ultrea. Bon route. A Luis, I don't know what is called. What's that? A missing one. Bon that fortuna. Was the French one. Bon route. Mm-hmm.
turn.